Moin, ich bin's, Nico Dirks. Niki. Ich habe wieder was zu sagen zu unserem Lieblingsthema Narzissmus. Es fällt mir dann doch immer noch mal wieder was ein. Ich habe gedacht, ich hätte schon echt fast so ziemlich alles gesagt, aber ab und zu weht mich ein Gedanke an und den teile ich gerne mit euch. Jo. Die Kamera läuft, Nase juckt, ne? Mal waschen. Genau. Mein Kumpel ist da. Es ist Mittwoch, der 1. Mai, 5 vor 2. Wir werden auch wahrscheinlich gleich von Klingeln und Gebell unterbrochen werden, weil meine allerliebsten Freunde aus Hamburg kommen. Ich würde diesen Stream gerne einsprechen, weil ich halt aus dem Bett nicht gekommen bin, rumgewurstelt, rumtelefoniert, ADHS, Sachen halt gemacht. Bin ich nicht zu Potte gekommen, ne? Jetzt fange ich an einzusprechen. Die sind aber schon sozusagen fast hier. Ich habe die kleine Hoffnung, ich bin ja in meinem Schlafzimmer her, dass die beiden sich dann da hinsetzen aufs Bett und mir zuhören, weil die ziehen sich die Streams ja sowieso rein, wenn ich die eingesprochen habe. Also vielleicht haben die Bock, das live zu machen. Also wir werden mal sehen, wie weit wir kommen. Ansonsten bin ich ganz allein mit meinem besten Freund Heinz Rüdiger. Hey, Sonntag, 5 vor 2. Ohne Knoblauch. Irgendwie fehlt mir das. Man hat das nicht als Knoblauch gemerkt, aber da war so ein Geschmack drin, irgendwie so. Also, so übel war es jetzt nicht. Aber der ist eben, ne? Ihr hört jetzt ein bisschen ernst. So, jetzt geht's los. Mein Stream heißt im Inneren Ordnung schaffen. Und ich werde so klitzekleines bisschen pissig, weil mir fällt auf, dass dieser so schön begonnene Aufklärungsmarkt zum Thema Narzissmus und Co. langsam aber sicher gerade irgendwie so ein bisschen außer Kontrolle gerät. Für meinen Geschmack. Ich rede ja nur von mir. Und mein persönliches therapeutisches Interesse findet, dass das auch in eine ziemlich unproduktive Richtung abdriftet, streckenweise. Nicht komplett, aber da gibt es so Ströme, die laufen in eine Richtung, wo ich sage, da hätte ich eigentlich jetzt mit dem Thema nicht hingewollt. Und wie so oft ist das halt, da biegt nicht nur einer ab, sondern der trabt ein ganzer Tross dann gleich blind hinterher und tutet ins gleiche Horn. Oh, eine Idee, eine Inspiration, da sattel ich gleich mal auf. Das, ja, das ist so, ne? Aber da kriegt der ganze Markt dann irgendwann eine komische Dynamik, weil dann schon so viele in diese Richtung laufen. Und die kriegst du dann auch nicht wieder zurückgeholt, wenn sich das erstmal so eingeebert hat, ne? Tja, ihr wisst das, wie ich bin. Ich mache zwar Spaß, es ist zwar alles fluffig, auch wenn ich keine Clownsklamotten anhabe. Ich rede keine Blümchen, packe auch heiße Eisen und entstehe bei den Hörnern. Da scheiße ich mich nix, ja, mit einem Lachen. Weil ich auch meine, ey, gelabert, ne? Gelabert wurde wirklich schon genug. Jetzt lasst uns mal bitte ein bisschen Butter an den Fisch tun, dass wir hier mal weiterkommen. Ja? Ich spreche die Dinge, die mir auffallen, so mal, wie ich so bin, frontal, klar, unmissverständlich an. Und ich hoffe sehr, dass gewisse Personen, die sich möglicherweise jetzt da benannt fühlen oder angetriggert fühlen, dieses mit klinischer, erwachsener Bissdistanz hören können, ohne sich krude attackiert zu fühlen. Ich stehe weder in Konkurrenz, noch bin ich ein Hater, noch will ich in fremden Töpfen rühren. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Ich habe das Anliegen Aufklärung. Darum sieht man hier wahrscheinlich auch keine Werbung. Und darum wird hier auch nichts aufgebläht. Ich will euch was erzählen, damit es euch besser geht. Genauso gut, wie es mir geht. Deswegen hoffe ich, dass ich spreche gewisse Dinge an, die auf gewisse Personen rückführbar sind, weil sie relativ isoliert sind. Ich tue das nicht im Sinne einer Kritik. Ich tue das, weil ich das beobachte und weil ich dazu eine Meinung habe. Okay. Ich hoffe. Ihr dürft gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Wir können das gerne miteinander diskutieren. Ich freue mich sehr, wenn mir Informationen fehlen, die ich noch bekommen kann. Ja? Okay. Supi. Ich versuche so wertneutral zu machen, wie es geht. Ihr kennt mich. Aber
Man kann halt immer irgendwas reininterpretieren und dann wird's ein bisschen gruselig. So. Achtung. Opfer von Narzissmus zu sein, ist ein Zustand maximaler psychischer, seelischer Unordnung. Absolutes Chaos. Das treibt die Opfer ohne Mitleid in die 3S. Selbstwertverlust, Selbstverlust, Selbstauslöschung. Gibt noch ein viertes S, ne? Suizid, Selbstauslöschung. Nach einer narzisstischen Beziehung bleibt oft nichts mehr nach vom Opfer als eine völlig verwirrte, völlig zerstörte, todunglückliche Hülle, die sich selbst nicht mehr kennt. Wenn wir es irgendwie geschafft haben, aus diesem Beziehungschaos rauszukommen, sind wir aber nur aus dem Chaos draußen. Die Unordnung besteht immer noch in uns drin, hier und hier. Es kommt halt nur kein neues Chaos mehr rein. Wir sind nichts mehr, wir sind nicht mehr und es ist nichts mehr, wie es mal war. Und so wird es auch nicht mehr, kann es auch gar nicht, weil wir sind nicht mehr die, die wir vorher mal waren. Das ist ein Vorgang, den sich keiner, der das selbst erleben musste, jemals wird vorstellen können. Und der dauert auch schon bei sehr kurzen Beziehungen, das ist auffallend. Ich hatte eine Beziehung von 5 Monaten. Ich habe eine Regressionszeit gehabt, eine Regenerationszeit gehabt von mindestens 6 Monaten bis 8 Monate. Ich habe dann noch ein Buch geschrieben und dieses Buch musste ich mir immer wieder durchlesen, immer wieder durchlesen. Ich habe dann zwar behauptet, ich würde es Korrektur lesen und lektorieren und nochmal aufarbeiten. Unter uns, das stimmt nicht. Ich musste mich immer wieder damit aufladen. Ich musste damit immer wieder in Kontakt kommen, weil ich immer noch Antworten suchte, Fragen hatte, Schmerzen hatte. Das hat viele, viele, viele Monate gedauert. Und das heißt, bei einer jahrelangen andauernden Missbrauchsbeziehung dauert das Jahre, bis wir da raus sind. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das heißt, wir brauchen Information und Ordnung. Das ist unsere Strategie. Wir müssen verstehen, endlich verstehen dürfen. Was ist passiert? Was ist mit uns passiert? Was ist da passiert? Wir müssen aufräumen im Inneren. Wir müssen die Dinge wieder an ihre richtigen Stelle stellen, Werte reparieren, Werte wieder überhaupt zurückholen, wieder an den Platz ihrer ganzen eingestammten Wirklichkeit stellen und diesen ganzen emotionalen Schutt rausschaffen, damit wir überhaupt mal wieder unsere Mitte sehen. Ja? Und dazu helfen Aufklärungen, insbesondere von Mitbetroffenen, insbesondere von denen, die das schon hinter sich haben, insbesondere von denen, die schon eine klinische Bissdistanz haben, die mit einer gewissen Heiterkeit und Leichtigkeit uns an die Hand nehmen und uns da aus diesem Chaos herausgeleiten, indem sie uns sagen, schau mal her, ich komme auch da raus, aber schau, wo ich jetzt bin, da kannst du auch hinkommen. Nimm meine Hand, wir gehen zusammen. Innere Ordnung heißt zuvorderst in die Klarheit gehen. Ähnlich wie beim anonymen Alkoholiker gehen wir da am besten ran. Wir geben nämlich zu. Ja, ich bin ein Opfer narzisstischer Gewalt. Ich bin ein Opfer emotionalen Missbrauchs. Nur so können wir überhaupt um Hilfe bitten, diese auch annehmen und dann eben irgendwann auch genesen. Wir müssen laut für uns selber zugeben, dass wir verloren haben. Alles verloren. Von Anfang an. Wir müssen zugeben, dass es nicht besser werden würde, nicht besser werden könnte, eben einfach, weil er beteiligt war. Wir müssen zugeben, dass es zu Ende ist und eigentlich immer schon war. Wir müssen zugeben, dass wir nichts zu gewinnen hatten, von Anfang an nicht. Wir müssen zugeben, dass wir keine Kontrolle hatten, von Anfang an nicht und nie haben würden. Wir müssen zugeben, dass wir nichts mehr für uns rausholen können, nichts mehr richtigstellen und nichts mehr jemals zurückholen können. Es ist alles verloren. Wir müssen endlich zugeben, dass wir keine Antworten bekommen werden und keine Wiedergutmachung. Das ist die Qualität dieses Prozesses. Das ist erstens so, weil es für Wahnsinn keine Antworten und keine Entschuldigungen gibt. Und zweitens, weil Antworten, die aus dem Wahnsinn und aus der Gewinnsucht eines anderen kommen,
uns nichts nützen werden. Die machen uns nur noch verrückter, außerdem sind sie sowieso nicht wahr. Wir müssen zugeben, Scheiße, ich bin von diesem Knecht sowas von dermaßen verarscht und verladen worden. Ich bin auf den reingefallen, weil ich gedacht habe, ich bekomme etwas Schönes. Und jetzt hat er mich so dermaßen gefickt. Dem ging es um überhaupt nichts. Fuck, ey, fuck. Wir müssen das sagen, und zwar aus der tiefsten inneren Überzeugung. Dazu brauchen wir in aller Regel schon mal eine gewisse innere Bissdistanz, einen kleinen Verhandlungsspielraum, um dieses Schreckliche überhaupt an uns heranlassen zu können. Das geht nicht von heute auf morgen. Manchmal schafft man das mit therapeutischer Begleitung, manchmal schafft man das mit einer Freundin am Küchentisch, um einfach sich eine leichte innere Verhandlungsdistanz zu erspielen, innerhalb dessen man so ein kleines bisschen Metabetrachtung schon machen kann, so ein bisschen über sich hinaussteigt und sagt, oha, da unten war ich. Ich sehe noch eine große Staubwolke, aber ich sehe auch hier meine Beteiligung. Ach du Kacke. Wisst ihr, wie ich meine? Aber solange der Staub noch steht, können wir gar nichts sehen, gar nichts. Er muss anfangen, sich zulegen. Und dafür brauchen wir Ruhe. Und dafür gibt es nur eine einzige Therapie, nur ein einziges Mittel, nur eine einzige Arznei. No contact. Das lässt sich nicht immer herstellen im Außen. Da sind Kinder im Spiel, da sind Häuser im Spiel, da sind Geschäfte im Spiel, da sind Wohngemeinschaften im Spiel, da sind Kack und Dreck und Schissenzuff ist da im Spiel. Da kommst du nicht raus, der läuft zum Anwalt, der läuft zum Mediator, der versucht euch ja zu packen, der will ja nicht, dass ihr weggeht, der will euch ja behalten, der will ja weiter zupfen, ne? Aber no contact heißt in erster Linie gar nicht mal der Kontakt im Außen. No contact. Wenn ich sage no contact, heißt das no contact. Keinerlei. Und jetzt wird's streng. Keinerlei inneres Einsteigen auf diesen Ficker. Gott, jetzt werde ich jetzt zur zweiten Adolfa gekürt. Sie hat ihn Ficker genannt. Das ist doch nur noch das Opfer. Wie kann sie nur? Geisteskrank. Das ist meine Geisteskrankheit. Hans Rüdiger, was meinst du dazu? Seht ihr, ich habe recht. Ihr verpasst was. Der ist richtig, richtig gut. Ja. Also, no contact, kein inneres Einsteigen. Und dafür müsst ihr zusehen, dass der Staub sich legt. Dass ihr einen Verhandlungsspielraum bekommt, in den so eine narzisstische Bombe reinfällt. Ja, du hast ja wieder. Staub hebt sich wieder. Da habt ihr gleich den Bläser in der Hand. Ach was. Versteht ihr? Ihr braucht einen inneren Verhandlungsspielraum, dass sich dieser Staub durch diese Bomben gar nicht mehr heben kann und euch vernebelt. Die Vernebelung, ihr erinnert euch, ne? Diese Vernebelung, das ist ja das kennzeichnendste Merkmal des Opfers von Missbrauch und Narzissmus. Da setzt er ja drauf. Der wirft eine Bombe, wusch, Staub, Drama, Katastrophen, emotionale Aufwendung, Geschrei, Gewalt, Drama. Das ist der Staub. Und da steigt ihr nicht mehr durch. Wo steht der eigentlich? Wo stehe ich eigentlich? Wo steht das Problem eigentlich? Worum geht es eigentlich? Staub. Und diesen Staub, Geschrei. Oh Gott, es brennt, du musst das löschen, ich, Fuck, fuck, ey. Holt euch einen geistig-emotionalen Staubsauger. Der kann heißen, fuck, ey, interessiert mich alles nicht. Interessiert mich alles nicht mehr, geht mich nichts an. Hui, Staub weg. Und dann steht da so ein kleiner, pissiger Pimpf mit seiner abgebrannten Bombe. Fuck, ey, Sonne scheint. Ja, ich habe dann auch noch was vor, ne? Klingt so leicht, weiß ich. Gut, das wäre mal eine Gelegenheit für ein schönes Coaching. Entstauben. Klären. Ich kontrolliere das. Kennt mich. Ja. Das ist der einzige Weg. Diese böse Rechnung endlich zu schließen und Ordnung in den Kopf und Ordnung in die Seele zu bringen. Staub sich legen lassen. Klar sehen. Klarheit. Klarheit.
Und auch wenn wir Angst- und Panikstörungen haben. Meine Oma sagte immer, bring Licht in die Sache und die Angst verfliegt. Hui! Ich habe mir immer vorgestellt, Eliza der Ameisenbär, kennt ihr die noch von Paulchen Panther? Das war ein lila Ameisenbär mit einer Riesenplauze, wobei man gar nicht weiß, wieso die eigentlich so adipös war, weil die hat eigentlich nie was zu essen erwischt. Die hatte immer eine einzige Ameise auf dem Speisezettel und die hat sie den ganzen Tag gefickt. Diese Ameise war so dermaßen clever. Ich sag jetzt mal so, die Ameise war vielleicht auch ein bisschen narzisstisch, weil die ist auch nicht ausgezogen irgendwie, ne? Weil ich sag mal, wenn so eine fette Plumpskuh da hinter mir her ist und den ganzen Tag immer, ja, die hat ja mal mit ihrem Rüssel so gesaugt, ne? Und dann flonk, irgendwie so ein Kaktus drin gehabt, flonk, irgendwie so ein Torpedo da drin gehabt oder irgendwie so flonk, so ein Wüstenfuchs. Also sie hat ja alles angesaugt mit ihrem Rüssel. Nur diese verfickte Ameise nicht, ja? Die klammerte da mit einem Arm so am Kaktusdorn so, tja, liebe Leute, Flatter, das ist halt die Eliza. Man kann halt immer viel Wind machen und trotzdem nichts erreichen. Diese Ameise war so dermaßen verfickt. Und sie hat sie nicht gekriegt, sie hat sie nie gekriegt. Und ich habe mir immer die Eliza vorgestellt, ja? Die stand so neben mir, er warf Staubbombe, Eliza. Ja, und da stand da die Ameise. Okay, unerwachsen war schon. Ja. Weil wir einfach durch diese Gewalt, durch diese auf uns einwirkende Gewalt, diesen Missbrauch der Gewalt, innerlich völlig durchgedreht und angestaubt sind, fehlt uns immense und eklatante Informationen. Die müssen wir jetzt nachlegen und verstehen. Das sind zwei Dinge. Sich Informationen holen und sie zu verstehen und sie einzubauen, sind sogar noch drei. Wir können nur verstehen, denn nur was wir verstehen, können wir auch irgendwann loslassen. Und brauchen keine Antworten mehr. Sag, ich habe alle Antworten. Ich habe alle Antworten, die ich brauche. Und dann ist auch mal irgendwann gut. Ja. Und ein weiterer Punkt des Aufräumens, und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, kommen wir nachher noch wirklich drauf zurück, ausgiebig, ist die Informationshygiene. Das Wort habe ich erfunden. Es ist nicht ratsam und nicht positiv. Heinz? Produktiv? Ah, geht. Sich mit Informationen jeglicher Couleur und aus möglicherweise Quellen mit zweifelhaften Anliegen zu bedienen. Auch dann nicht oder gerade dann nicht, wenn diese sehr laut präsentiert, kostenlos und inflationär zur Verfügung stehen. Noch weniger, wenn diese Quellen sich um Marktanteile in einem eng begrenzten Markt prügeln. Was hier dann veröffentlicht wird, folgt zumeist immer ganz anderen Anliegen als rein aufklärerischen. Also bitte immer Augen auf beim Käsekauf, wie es Ende der 80er immer hieß im Radio. Wir müssen uns nicht nur mehr verwirren, als wir sowieso schon sind. Also nicht blind alles konsumieren, was einem da unter der Fahne Narzissmus hingeworfen wird. Das hat manchmal tatsächlich mit Narzissmus zu tun. Aber nicht mit Aufklärung zum Narzissmus und auch nicht mit Antinarzissmus. Das bitte, ne, aufpassen, was wir da konsumieren, damit wir nicht noch wirrer werden und noch Probleme lösen, die wir eigentlich vorher gar nicht hatten. Die größte Frage lautet immer, warum konnte mir das passieren? Warum konnte mir das passieren? Wir haben das schon bearbeitet in dem Stream, warum ausgerechnet ich? Ne? Wir haben auch vom Stockholm-Syndrom gesprochen, von dem Beuteschema, das Narzissten haben, gesprochen und von der Unmöglichkeit, sich aus einer Gewalt so leicht zu lösen. Das spielt dort alles mit hinein. Wir kochen das jetzt an dieser Stelle nicht weiter auf. Und die Antwort eigentlich ist ganz klein und unspektakulär, allerdings wissenschaftlich erwiesen und mit leider höchst fataler Wirkung. Sie ist dreigeteilt. Die erste Antwort auf warum konnte mir das passieren, lautet: Wir sind gesund. Der normale menschliche Verstand basiert auf einem Zusammenleben, das auf einem gewissen Ausmaß von Grundvertrauen beruht. Weil ohne Vertrauen alles sinnlos ist. Ja? In dem Moment, wo wir über menschliche Eigenschaften wie Gewissen, Empathie und Mitgefühl verfügen, erwarten wir das unbewusst immer auch bei anderen Menschen, weil wir das als normale soziale Grundausstattung wahrnehmen und ohne die das einfach nicht funktionieren würde, das Zusammenleben. Und wir kommen gar nicht auf die Idee, dass das nicht vorhanden sein kann. Auf die Idee kommen wir gar nicht. Ja?
Und wenn etwas außerhalb dieser unbewussten Grenzen von Annahmen sich bewegt, das wisst ihr ja von Murphy's Law, ne? Die Annahme ist die Mutter allen Durcheinanders. Das ist in diesem Fall tatsächlich so. Wir nehmen an, der wäre vernünftig und ansprechbar. Das ist er aber nicht. Das ist eine Annahme, aber keine Realität. Und das ist der Anfang von allem Durcheinander. Das wird das annehmen. Ist klein, oder? Und das kann jahrelang andauern. Nicht, weil wir irgendwie blöd sind, sondern weil wir einfach eine Beute unseres sozial gepolten Gehirns sind. Das macht seinen Job. Ja, fuck, ey, ne? Und was wir nicht wahrnehmen können, weil es außerhalb unserer Prägung, unserer logischen Veranlagung ist, können wir nicht wahrnehmen. Das ist unfassbar und unsichtbar. Wir können das gar nicht einordnen, weil es so unlogisch ist. Oft bildet sich in der Psyche zu unserem Schutz eine Zeit lang auch sogar eine Abwehr dagegen, ja, und leider tut sie das automatisch und unbewusst. Ich glaube, ich kriege gleich Besuch, ihr hört das schon, ne? Meine Türklingel bellt schon. Okay, wir sehen uns wieder. Mein Zwilliger sagt, tschüss, bis gleich. Ich muss jetzt mal kurz den Hund knebeln. Aber Pinocchio, Silenzio! Was schreie ich hier rum? Was schreie ich? Hallo? Supi, das funktioniert. Also meine beiden Freunde sind jetzt da. Die Katrin und der Gerdi sagt Hallo. Hallo. Die passen auf. Also ich muss aber mal gucken, ob die schon schlafen. Und jetzt machen wir weiter. Wenn ich bloß weiß, wo ich eben vorhin stehen geblieben bin, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gut, dann fasel ich einfach mal. Also, richtig, ich weiß es. Wie konnte mir das passieren? Wie konnte mir das passieren? Warum bin ich nicht schon lange weggegangen? Das ist die Frage, die wir uns alle immer zu stellen. Und wir glauben, dass die Antwort immer von diesem Irren kommen muss. Da kommt ja keine Antwort, das haben wir geklärt. Wahnsinn gibt keine Antworten. Und wenn Wahnsinn Antworten gibt, sind das keine Antworten, die wir brauchen können. Ja, ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Die Antwort darauf ist dreigeteilt. Die erste Antwort lautet, wir sind darauf reingefallen, weil wir gesund sind. Das ist eine schlechte Nachricht, ne? Finde ich auch. Das normale menschliche Zusammenleben basiert auf einem Grundvertrauen. Ohne Vertrauen ist alles sinnlos. Sinnlos, völlig sinnlos. Und in dem Moment, wo wir über menschliche Eigenschaften wie ein Gewissen, Empathie oder Mitgefühl verfügen, erwarten wir unbewusst das auch bei den Menschen, denen wir begegnen. Das ist die soziale Grundausstattung, die wir dort haben, ohne die es nicht funktionieren würde. Darum kommt uns das nicht in den Blick, dass das fehlen könnte. Wir kommen gar nicht auf die Idee, weil es ja gar nicht funktioniert ohne das. Na? Und das heißt, das Gehirn ist so gearbeitet, das ist ein Energiesparer. Das Gehirn hat einen Aufkleber, ne? I fly, bleib frei. Und arbeitet ganz viel in energiesparenden Automatismen. Und das tut das Gehirn deswegen, weil es weiß, dass es den höchsten Energieverbrauch im System hat. Nicht wahr? Das Gehirn alleine braucht 60% unserer Zuckerreserven, wenn es denn mal arbeitet. Ja, und wenn sich irgendwas außerhalb unserer unbewussten Grenzen bewegt, wird das sofort ins Unbewusste, in die Automatismen übertragen. Das ist unser Socializing, ja. Und das heißt, wir nehmen das gar nicht wahr. Es ist unfassbar, unsichtbar und wir können es nicht einordnen. Es ist fast nicht vorhanden und wir machen das aus Versehen unbewusst weg. Das heißt, die Psyche bildet einen Schutz, eine Abwehr und leider tut sie das eben, wie gesagt, außerhalb unserer eigenen Einmischung. Gesunde Gehirne haben den gesunden Reflex, Sinn, Unsinn durch Sinn zu ersetzen. Das ist von Gott so gemacht, weil wenn wir das nicht tun würden, würden wir uns die ganze Zeit die Köpfe einkloppen. Das hätten wir nicht aus dem Meer geschafft, wir hätten sich von den Bäumen runtergeschafft und wir hätten auch nicht so tolle Sachen wie Atomraketen erfinden können, weil wir einfach nur uns im sozialen Gewirr verloren hätten. Es ist eigentlich, wie gesagt, eine super Sache, aber eben nur so lange, wie alle mitspielen. Und das könnt ihr ausprobieren, dass die Gehirne Unsinn durch Sinn ersetzen. Wenn ihr eine E-Mail bekommt, in der jeweils immer nur der erste und letzte Buchstabe eines Wortes richtig sind und der Rest ist Kauderwelsch, könnt ihr diesen Text flüssig lesen. Das Gehirn macht Unsinn zu Sinn.
Menschen mit schizophrenen Anteilen, zu denen alle Psychopathen und auch Borderliner gehören, können das nicht. Sie ersetzen Unsinn nicht durch Sinn. Und der berühmteste Test in dieser Form, das ist die nach innen gewölbte weiße Maske. Googelt das bitte mal unter dem Keyword Test Schizophrenie Maske. Dort kommt das. Schizophrene sehen diese Maske, wie sie ist, nach innen gewölbt. Da das gesunde Gehirn aber sagt, ein nach innen gewölbtes Gesicht ergibt keinen Sinn, ich drehe das nach außen, ist uns das nicht möglich, zu sehen, wie es ist, weil wir an der Korrektur des Gehirns gar nicht vorbeikommen. So hartnäckig sind diese Unsinnskorrekturen. Und darauf reitet der Narzisst, der ja den ganzen Tag nichts anderes tut, als Unsinn zu verzapfen. Psychopathen und Narzissten agieren oft wie Muppets, das haben wir schon besprochen, ne? Und nehmen alles immer wörtlich. Wer das nicht weiß, das ist genau der Witz, dem diese Muppet-Show von dem Jimmy Hansen zugrunde liegt, dass es nämlich so etwas wie Doppelsinnigkeit und Wortspiele überhaupt gar nicht gibt. Und dass alles immer bierernst und wichtig genommen wird. Ja? Ein durchschlagender Erfolg auf der Bühne, das ist Gonzo, der im Kronkeller liegt. Und eine Riesensauerei auf der Bühne, das sind drei steckende Schweine im Glitzerschlauch. Ja, und wenn Gonzo in der Kantine gefragt wird, ob er gerne Huhn zu der Suppe hat und ja sagt und wird gefragt, willst du es gebraten, gebacken oder gegrillt, sagt er empört, nein, lebendig, ich esse nicht gerne allein. Narzissten finden das nicht komisch. Die haben keinen Verhandlungsspielraum, keinen Platz im Gehirn, um dieses Chaos zu bearbeiten. Und weil sie aufgrund dieser Gehirnstruktur keinen Verhandlungsspielraum haben, dann fehlen dazu noch die Gefühle, eiern sie natürlich den ganzen Tag irgendwo herum. Denn sie imitieren ja. Stellt euch vor, ihr habt keine Gefühle und müsst euch sozial interagieren und anpassen. Und nicht immer anecken. Ihr imitiert, das habt ihr gelernt. Darum sagt man, ein Psychopath jenseits der 35 ist nicht mehr erkennbar, weil er ein so guter Schauspieler geworden ist. Aber sie eiern eben doch nur rum und imitieren. Und das heißt, sie greifen auch daneben. Ja? Sie äffen nach. Und das heißt, sie geben sich Mühe, nicht als gefühlloser Zombie aufzufallen, gehen aber auf dünnem Eis, weil sie eigentlich jeden Schritt immer neu erfinden, den wir ganz normal machen. Und das heißt, sie brechen mit falschen Aktionen in diesem dünnen Eis oft ein, weil sie falsch gewählte Drücke zu hohe Gewalt, auch in der Sprache, falsche Worte, unangepasste Reaktionen, auch schlechte Aktionen haben. Und dann rasten sie natürlich sofort aus, weil erwischt Kacke. Ja? Und dann kommt das Drama zum Zwecke der Vernebelung. Und wenn sie brüllen, ich weiß gar nicht, was du schon wieder hast, sagen sie wahrscheinlich die Wahrheit. Sie wissen nur, sie sind eingebrochen. Sie wissen aber nicht, warum. Wobei ihr euch eigentlich schon wieder aufregt. Und dann heißt es, wir rasten wegen nichts voll aus und machen aus jeder Mücke schon wieder einen Elefanten. Psychopathen ersetzen eben nicht Unsinn durch Sinn, wir aber schon. Und das tun wir erstaunlich lange und sagen immer wieder, ja, ausnahmsweise schlecht gelaufen, ein Missverständnis. Er hatte halt auch immer viel Stress in letzter Zeit. Wir reden das schön. Und haben den Schaden davon. Ja, und was am Narzissten-Aufklärungsmarkt aktuell inflationär verwendet wird und leider jetzt schon total ausgelutscht ist, das ist dieser Begriff Empath. Leute, ich habe ja die gewaltfreie Kommunikation gelernt. Da geht es um empathische Kommunikation. Da wurde das Wort ja wohl nicht halb so tot geritten wie hier im Begriff mit Narzissmus und Antinarzissmus. Empath. Ihr könnt schon nicht mehr hören. Ja? Getrennt wird immer zwischen dem fieschen Täter und dem zarten Empathen. Empathie, was heißt das eigentlich? Das ist die Fähigkeit und Bereitschaft, also das Einfühlungsvermögen, Emotionen, Gedanken, Empfindungen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und nachzuempfinden. Empathie. Es bezeichnet die Fähigkeit zu angemessenen Reaktionen auf die Gefühlsäußerungen anderer Menschen. Die Grundlage der Empathie ist natürlich zuerst einmal die Selbstwahrnehmung. Das heißt, wir müssen empathisch mit uns selber sein. Ja, was wir von uns nicht kennen, können wir natürlich auch nicht umlegen. Da sind wir auf dieser narzisstischen Spur. Der Narzisst hat keine
Typ. Der hat ja auch keine Gefühle. Wie soll er das bei uns wahrnehmen, die arme Sau? Der ist ja ein Zombie. Und da kommen die Probleme. Nicht nur durch die Hintertür rein, die stehen schon auf der Bühne, wenn er das Zimmer betritt. So. Also wird er jetzt rumgeritten. Also, das heißt, je offener eine Person für ihre eigenen Emotionen ist, umso besser kann und will sie die Gefühle aller anderen wahrnehmen und wahr machen. Schön, ne? Schönes Ding. Und das ist etwas, da muss man unbedingt ganz viel drauf rumreiben, weil das ist ja was ganz Automatisches. Das sind wir sozial gepolt. Das ist in unseren Gehirnen angelegt. Weil anders würde es ja gar nicht funktionieren. Weil wir uns die ganze Zeit die Köpfe einhauen würden, wenn wir das nicht sowieso machen würden. Automatisch, unbewusst. Und die ganzen Tage im Hintergrund. Ja? Und muss ich jetzt darauf rumhacken, dass besonders emotional talentierte Menschen sind? Schmarrn. Wir sind normal. Stinknormal. Wir sind keine Empathen. Wir sind ganz normale Menschen, die tun, was in uns angelegt ist und was wir logisch finden. Da denken wir nicht mal drüber nach. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ja, und die zweite Antwort ist, er ist wahnsinnig. Darum sind wir darauf reingefallen. Und das ist der größte Fehler in dieser Konstellation. Gesund gepolte Menschen versuchen Konflikte auf bewährte, also auf gütliche Weise zu lösen. Mit gutem Zureden, gewaltfreier Teamgeistheit, vernünftige Argumente, Logik, Vernunft, nachvollziehbare Kritik. Und die Hochsensiblen, mit erhöhter Anpassungsleistung, um den Stresspegel zu senken, um die Reibereien abzuschwächen. Wir versuchen Konflikte außerdem zu vermeiden. Weil wir haben noch ein etwas älteres genetisches Programm. Wir sind vielleicht von den Bäumen runter. Ich meine, okay, auch nicht alle. Aber die meisten von uns sind von den Bäumen schon runter. Und wissen, wir müssen Energie sparen. Und Konflikte kosten Energie. Ja? Darum sind die meisten Tiere sehr konfliktfrei und drehen sich um, wenn sie irgendwas blöd finden. Weil sie wissen, das kostet Geld, das zu feiern. Das ist den Psychopathen egal, die hauen das raus. Letztendlich finanzieren ja auch wir diesen Konflikt, das wissen die ja. Ja, sie schachen ihn an, finanzieren tun diesen Konflikt letztendlich ja wir. Weil sie sitzen ja und sagen, ich weiß nicht, was du schon wieder hast, du machst das mit den Elefanten. Es ist eigentlich alles gesagt, ja, und Nachbarn, Nachbarn. Die finanzieren das, denen kostet das nichts. Und diesen Kick, den sie brauchen, dieser ununterbrochene Streit, ja. Die sind ja an der Klärung auch nicht interessiert, weil es geht ja auch um nichts, was soll man erklären? Ja. Unsere Schlichtungsversuche sehen sie als Schwäche an, ja, oder als unnötiges Generve, damit unser Nachgebore immer. Es ist ja alles gesagt. Sie setzen sich mit unglaublicher Selbstverständlichkeit über die Rechte anderer Menschen, über Ethik, Moral, Anstand, Werte und jeden Kodex hinweg und fühlen sich, je maligner die Störung, immer im Recht und keinerlei Standards verpflichtet. Und so handeln die auch. Sie habe keine Gefühle. Und das heißt, es macht sie frei zu handeln, wie sie eben möchten. Wie ich es immer wieder sage, sie handeln so von der Hand in den Mund, ne? Weg ist weg. Und ihnen geht es nur um Macht und Kontrolle und nicht um Teamgeist und Liebe. Ein Streit mit einem Psychopathen kann man niemals gewinnen. Glauben wir also nicht mehr, was sich mit Worten alles anrichten ließe bei Psychopathen, nämlich gar nichts. Auf der Sachebene lässt sich dieser Konflikt nicht lösen oder überhaupt. Es gibt keinen Konflikt, es lässt sich nicht lösen, weil es gar kein Problem gibt. Das Problem ist der Psychopath. Seine Negativität, seine Aggression unter seinen ganzen Ängsten und diesen brodelnden Minderwertigkeiten. Ja, das Problem ist, dass er komplett blockiert ist und dass er eine Projektionsfläche braucht, um seine ganzen negativen Anteile sichtbar zu machen für sich selber. Und dazu hat er halt einfach euch benutzt. Und wie sagt man so schön, er hat beschlossen, seine Lebenszeit destruktiv zu vergeuden und zieht euch dort hinein in diese Destruktivität. Habt ihr nicht drum gebeten? Da steckt ihr dann irgendwann drin. Und wie sagt man so schön, Bosheit ist die Produktivität der Schwächlinge. Ich meine, jeder möchte gern kreativ sein, ne? Aber bitte, was hat das mit uns zu tun, ja? Soll er Comics malen? Ja, und dann die Gewalt natürlich, die hat ja, haben wir schon besprochen in mehreren Streams, die hat einige massive psychologische Angelhaken, zum Beispiel, dass sie uns schockt, handlungsunfähig, wortlos und gelähmt macht. Bis zum Stockholm-Syndrom und zum Trauma. Und der dritte Punkt, warum uns das passieren konnte,
Wir haben einen Denkfehler. Eingelullt durch das Lovebombing und den heilen sozialen Kontext in unseren Gehirnen tun wir lange so, als ginge es um etwas und als ginge es uns etwas an und als sei es wertvoll und erhaltenswert. Wir suchen nach Liebe, nach einem Feld, in dem es aber nur Hass und Geisteskrankheit gibt. Das ist ein Denkfehler. Es geht um nichts. Es ist grauenvoll und es schadet uns, bewusst und absichtlich. Die Wissenschaft geht immer mehr zu dem Trend, dass wir sowieso, das wissen wir sowieso schon längst und diskutieren das auch. Dieses Viech hat bewusst uns ausgesucht. Und der weiß ganz genau, was er da tut. Sonst könnte er es gar nicht so lange unter dem Tisch bleiben. Ja, der wird sich ja draußen auch vergessen. Tut er aber nicht. Tut er nicht, der vergisst sich nur drin. Ach nee. Ja, und er weiß ganz genau, dass er unentdeckt bleiben will, weil das, was er tut, einfach scheiße ist. Seine ratlose, überforderte Verzweiflung, das Geheule und diese ganze dramatisch aufgelegte Reue ist ja nur Show. Und Überforderung ist tatsächlich da, weil er sich ohne jede soziale Kompetenz mal wieder gegen die Wand gespielt hat und da aus eigener Kraft nicht mehr wegkommt. Er hat ja den sozialen Kontext gar nicht. Und er hat ja emotionale Anforderungen, kann er ja gar nicht erfüllen. Er versteht ja gar nicht, warum er mit dem Arsch zur Wand steht. Er kommt da nie wieder weg. Also ist er verzweifelt. Und ihr sollt die Verzweiflung ihn retten. Ja, er ist wirklich verzweifelt. Denn er ist unten und er kommt allein nicht mehr hoch. Und das Spiel könnte vorbei sein und er aufgeflogen. Mein Gott, das schöne Energiewert. Mein Gott, er setzt so ein Drama ein, auch um das zu verbergen, damit er weitermachen kann. Und wenn ihr ihn da stehen lässt, mit dem Arsch zur Wand und geht, ist eure Beziehung vorbei. Verlasst euch drauf. Er kommt da nicht mehr weg. Ich entdeckte das mal, als in einer solchen Situation, als ich ihn stehen ließ mit dem Arsch zur Wand, hat er sein Profilbild geändert auf Game Over. Und ich sprang darauf an mit einer extrem angekotzten Reaktion und habe das dann bearbeitet und bemerkte, dass das A eine grässliche Manipulation in meine ganz spezielle Richtung war und dass es B leider den Tatsachen entsprach. Sein böses Spektakel war vorbei. Das Spiel war ausgespielt. Game over. Kacke, ne? Heinz Rüdiger, will was sagen? Also wie gesagt, seit ich die Sache mit dem Kaffeegewürz, probiert das mal aus. Macht das mal. Sellerie, Kurkuma, Paprika. Das ist wirklich... Einmal werde ich das tatsächlich nochmal ausprobieren, um zu gucken, ob man das merkt, wenn man es weiß. Wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht. Leute, ADHS, Leute. So. Und jetzt wird es hier am Markt langsam gruselig. Denn man schämt sich als Opfer ja erstmal, dass es einem überhaupt widerfahren konnte, dass man so doof war. Ja? Und man fragt sich auch immer wieder, ob man es nicht hätte vermeiden können, ob man nicht doch irgendwie ein kleines bisschen schuld ist. Wir sind halt gegaslightet, ne? Wir sind halt nicht mehr klar im Kopf. Und uns ist das Gehirn verbogen. Und das ist leider unsere soziale Polung, den Eigenanteil auszumachen in Interaktionen. Umgekippte, gefahrvolle Sanktionen zu retten oder zu stabilisieren oder zu verhüten. Socializing, damit wir hier nicht Kreti und Pleti auf den Bäumen übereinander herfallen, ja? Sagte Gott, pass mal auf, ich setze das mal ins Gehirn, dass du dich reflektierst und sagst, jetzt habe ich gesagt, du dummer Affe, das war, glaube ich, nicht sehr klug, weil er ist zwar ein Affe, aber doof ist er noch lange nicht. Ich glaube, ich muss mal eine Banane rüberbringen und die Sache wieder glätten. Ja? Das heißt, wir können böse Gefühle, Streit und Konflikte, Stress rein genetisch, hirnbiologisch nicht gut aushalten. Das kleine Problem, je mehr Östrogene im Spiel sind, umso weniger. Das gilt für Frauen und das gilt aber auch für weiblich gepolte Männer. Die können in einem Streit auch heulen, ohne dass sie Narzissten sind, weil die so geschockt sind dann plötzlich von diesem Stress, von diesem kaputten Beziehungsgeflecht. Die fallen aus der Rolle, die müssen weinen und sagen, Schatz, ich weiß gar nicht mehr weiter, hilf mir mal, ich will da raus. Ja, das ist in uns angelegt. Und dann kommen Leute, die haben diese Anlegungen nicht und hauen dann rein. Meine Gäste haben sich jetzt schon hingelegt. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Seid ihr noch wach? Sehr gut, weitermachen. Oh, Gott sei Dank, narzisstische Zufall. Leute, ich dachte schon. Ich brauche meinen Therapeuten. Ja, so. Wir können böse Gefühle,
Streit, Konflikte und Stress einfach nicht aushalten und versuchen, Selbstkontrolle zu erwirken. Das ist gut. In Narzisstenbeziehungen ist das schlecht, weil das ja genau das ist, was das Kessel unterm Feuer am Flackern hält. Wahnsinn hat nun mal keine Erklärungen. Er kreist um sein Nichts. Sein Wahnsinn kreiste um ihn. Und wir kreisten um sein Nichts und um seinen Wahnsinn. Und wir versuchten auch gegen seinen erklärten Widerstand dieses Nichts und diesen Wahnsinn zu verstehen. Ein fruchtloses Unterfangen. Wir haben im Wahnsinn eines anderen, der sich uns ausgesucht hat, um sich an uns zu vergehen und um uns zu vernichten, keiner Kontrolle. Rien, nada, nothing, never ever. Und je länger wir Kontrollillusionen hatten, die er ja bewusst fütterte, weil wir haben ja so recht und er hat ja was eingesehen und er geht zum Therapeuten, echt jetzt? Umso länger hängen wir an diesem Haken. Die Wahrheit ist, Täter handeln bewusst als Täter. Und Opfer handeln nicht bewusst als Opfer, sondern sie werden entmachtet und missbraucht. Ihnen wird die Kontrolle entzogen. Und darum hat man ihnen auch keine eigenen Anteile anzuhexen, denn sie hatten ja gar keine Kontrolle, irgendwas jemals zu beeinflussen, zu gestalten oder zu verändern. Nichts, nada, never, nie. Die eigenen Anteile uns zu unterstellen, hieße uns eine Mitschuld am Wahnsinn eines anderen zu unterstellen, der uns vorsätzlich geschädigt hat. Geht's noch? Geht's noch? Wie können wir uns als liebende und gesunde Schuld am Wahnsinn eines Irren geben, bitte? Einen, der sich besinnungslos an uns ausgetobt hat. Leute, wir haben keine eigenen Anteile. Ist nicht. Ja, und hier setzen einige sogenannte Erwecker dann leider auf, möglicherweise auch um den schon ziemlich ausgelutschten Markt noch ein bisschen einige Glanzlichter aufzusetzen und beginnen nach eigenen Schuldanteilen bei den Opfern zu stochern. Das kann man dann wahrscheinlich auch ziemlich gut coachen. Aber das ist absolut kontraproduktiv für unsere Opfer. Unser Anteil war es zu lieben und so zu tun, als würden wir zurückgeliebt. War dann ja leider nicht. Und das haben wir je nach Typus und Veranlagung leider oft erst vergleichsweise spät geschnallt. Gell? Und mit dieser Verständnisverzögerung haben wir dann den Täter ermächtigt, weiterzumachen. Wir waren leider doof. Und unser Denkfehler, denn wir haben alle viel zu lange auf seine hohlen Worte gehört, anstatt seine üblen Taten zu bewerten, und haben seine entsetzlichen, hasserfüllten Aktionen immer von seinen liebe überbordenden Worten unterstellt. Weil wäre ja auch einfach schöner gewesen, ne? Wäre einfach nett gewesen, wenn die Schöne das Biest dann doch irgendwie noch auf ihre Seite zieht und alles wird dann doch noch endlich gut. Aber eben leider falsch. Steht schon in der Bibel. Beurteile einen Menschen nicht nach seinen Worten, sondern alleine nach seinen Handlungen. Fuck, ey. So, und übel wird es, wenn hier nach Coaching einhandeln, mittels der ebenfalls auch schon sehr ausgelutschten Co-Abhängigkeit gefischt wird. Da werde ich ein bisschen komisch. Leute, nehmt euch bitte selber mit, seid kritisch und läuft nicht jeder Krümelspur nach. Co-Abhängigkeit ist ein Kontext, der hier null und nichtig mitzuspielen hat. Er kommt aus der Suchtkrankheit, wird man übrigens auch schon im Wort, Co-Abhängigkeit. Richtigerweise müsste es heißen Co-Sucht. Die Co-Abhängigkeit ist die Sucht eines Menschen nach dem Suchtverhalten eines anderen Menschen. Punkt. Narzissmus ist kein Suchtverhalten, auch wenn das gerne mal Hand in Hand geht. Nichtsdestotrotz hat eine Co-Abhängigkeit mit Narzissmus nichts zu tun. Unser destruktives Elternhaus hat möglicherweise den Weg geebnet, dass uns das gezeigte Verhalten sehr bekannt vorkam und wir daher erstmal stillhielten. Weil normal kennt man ja. Das hat aber mit Co-Abhängigkeit überhaupt nichts zu tun. Und auch das sind keine eigenen Anteile. Und ein Hebel, der wirklich fies ist, Verständnis. Das ist jetzt neuer Markt. Gewisse Kanäle werben nun um Verständnis für unsere Täter. Sie konnten ja nicht anders. Nun werden offen im Netz angeblich Briefe von angeblichen Narzissten vorgetragen, die unsere schlimmen, schlimmen Geschichten erzählen und um unser Verständnis betteln. Sie sind selber Opfer. Sie konnten ja gar nicht anders. Sie wurden Täter, weil sie vor Opfer waren. Leute, Leute, das ist totaler Bullshit. Das ist ein Mindfuck. Ja? Täter werden zu Tätern, weil sie sich jeden Tag aufs Neue bewusst dazu entscheiden, uns zu schädigen. Punkt. Merken, ich kontrolliere das.
Ein Täter zu sein ist eine bewusste Entscheidung. Ein Opfer zu sein ist das nicht. Wir mussten angeblich plötzlich empathisch mit den Irren sein. Empathisch, ja? Verständig mit den Tätern. Geht's noch? Ey, geht's noch? Wir müssen uns aus dem Gaslighting lösen, um endlich wieder unsere eigene Stimme hören zu können, unsere eigenen Werte an die höchste Stelle setzen und nicht seinen Wahnsinn. Wir müssen aufhören zu reagieren und wieder anfangen, selber zu agieren, uns in den Mittelpunkt nehmen und nicht ihn und seinen Irrsinn. Ja? Unser Problem ist, wir haben die ganzen letzten Jahre damit zugebracht, zu versuchen, ihn zu verstehen. Das ist schon ein Reflex. Wir sind schon total konditioniert auf Verstehen. Wir haben versucht, etwas vollkommen Unverstehbares zu verstehen, nämlich sein Wahnsinn. Wir sind nur ein großes, schwarzes, fettes Nichts gekreist. Und er kreiste mit seinem Wahnsinn um sein Nichts und wir kreisten um seinen Wahnsinn. Super, super, oder? Wir versuchten, es zu verstehen, dieses Nichts und diesen Wahnsinn. Und er hinderte uns daran, solange er konnte. Mit ihm war ja alles in Ordnung. Verrückt gespielt haben ja immer nur wir. Wir haben also genug versucht zu verstehen. Und es gibt keinen einzigen Grund, einen bewussten Machttäter zu verstehen. Keinen. Ich verstehe weder Bin Laden, noch Adolf Hitler, noch Saddam Hussein und auch nicht meinen letzten Nazi. Ich sag nur, das sind alles Irre. Die sind Irre. Merken. Ja, dann wird's noch verquirlter. Dann kommt noch der esoterische Blödsinn dazu. Die ziehen im Moment teilweise alle Register. Unsere Schatten- und Kellerkinder, ne? Sie haken sich eines Resonanzgesetz und in lauter düstere, unaufgearbeitete Kindheitserlebnisse, die irgendein Schotti dann Schattenkinder genannt hat, ja. Und die müssen wir jetzt hier aufarbeiten und bearbeiten, ne? Weil die Schattenkinder sind jetzt durch diesen Schattenmann, ne, rausgekommen. Ne? Die haben da so im Dreck gespielt und dann kam er und dann hat er die alle aufgeweckt und jetzt spielen die mit und schreien da so rum und machen Sachen. Leute. Nur weil unsere Mutter uns auf die Fresse geschlagen hat, ja, haben wir da jetzt ein Kellerkind gezüchtet, ne? Und das schreit nach Schlägen, ne? Braucht das einfach. Und dann geraten wir natürlich glatt an einen Ficker, der uns was tut, auf die Fresse schlägt. Genau, nur gerecht. Es passiert tatsächlich. Aber nicht wegen irgendeiner bekloppten und irgendwelcher esoterischen, irren beigebogenen Resonanz und irgendwelchen verkackten Kellerkinder, sondern wegen unserer traumatischen Prägung. Wir sind geprägt. Wir haben ein Trauma. Das ist das, was wir gelernt haben als normal. Es kommt uns als gesunder normal vor. Weil wir das nicht anders kennen. Wir hätten es zwar gern anders, aber normal ist das. Und das ist tragisch. Denn wenn uns das wieder begegnet, läuft es unter dem Radar eine ganze Weile, auch wenn wir es gerne anders hätten, weil ist ja wohl normal. Kennt man ja. Ja. Und es ist aber nicht normal. Es ist irre. Tut mir leid. Und hier hakt sich was Gefährliches ein. Lollis, aufpassen. Das ist das Konzept der sogenannten Dualseelen. Schon gehört? Das poppt hier gerade hoch von irgendwelchen Hyper-Empathen. Ja? Gefährlich wird es dann tatsächlich, wenn solche Leute sich auf dieses Dualseelenkonzept stürzen und bei esoterisch anfälligen Personen intensive emotionale Bindungsarbeit damit machen, die dann ja sogar Anleihung bei Bestimmung und Schicksal und spiritueller Erweckung und sonst was nimmt, ne? Von Gott persönlich gewollt, diese Kiste ganz klar, dieser Hartenhaken. Ja, weil Gott ist ja fies, ne? Der hat uns aus Zeitvertreib dann immer mal wieder so in zwei Teile tranchiert, ne? So die Seele, mal gucken, ach, den habe ich besonders lieb, den mache ich mal kaputt, da mache ich mal zwei, ne? Dann hat er den einen da, den anderen da so hingesetzt, und die sollen sich dann finden. Die wissen dann schon, wenn sie sich treffen, ne? Gut, der hat denen natürlich einen Peilsender angetackert, weil die sollen sich ja nicht verpeilen. Kennt man ja, ne? Also kann da auch mal länger dauern, ist dann aber umso wichtiger. Und oben sitzen dann die ganzen Engel, ne? Und spielen so Dualseelen-Bingo, ne? Und er sagt so Engel Gabriel, also ich glaube, die Katrin und der Gerdi, ne? Also ich sag mal, die brauchen noch so, na, 2, 3 Jahre. Und dann sagt der Engel Michael so, nö. Also die Katrin ist ziemlich pfiffig, okay, der Gerdi sieht ein bisschen schwach aus. Gib den doch mal einen kleinen Arschtritt, dann kommt der ein bisschen in Wallung. Ja, sagt Gerdi, machen wir. Bisch, dann kriegt Gerdi einen Arschtritt. Ne? Und dann sagt Gerdi, oh, wenn ich jetzt eine Katrin hätte, ne, da würde mein Leben in Ordnung kommen. Hey, da wäre wär alles gut. Also echt alles. Und dann, boah, zing, Dualseele, ne? Geile Scheiße. Ja, sagt er auch mal, ihr sagt nichts. Ja, so ist das.
Ein unerfüllter Traum der Menschheit wird hier wahr. Weil auserwählt, weil wichtig, weil zwei Teilen einer Seele, weil narzisstisch natürlich einfach grandios, direkt von Gott persönlich geteilt, damit ich die Aufgabe löse und mich wieder zusammenfüge. Geile Scheiße. Diese Inkarnationen hat Gott persönlich gelenkt, eine Dualseele geschickt, weil damit sie was Wichtiges bringt, damit du was Wichtiges über dich lernst. Ne? Die Dualseele, die triggert so dein Schattenkind an. Ne? Und wenn das Schattenkind dann kotzt, dann sagt die Dualseele, siehst du, da hast du aber jetzt mal ein bisschen eigene Anteile. Ne? Da hast du jetzt hier die spirituelle Kotze. Ne? Guck mal hier, Minderwertigkeitsgefühle. Ne? Selbstwertgefühl stimmt auch nicht ganz. Ne? Da hast du also schon, da musst du mal spirituell ein bisschen arbeiten. Ne? Sonst kommst du nicht eine Stufe höher. Und ich, dann Dualseele, ich zeig dir das in meiner unermesslichen Güte. Und wenn ich eine narzisstische Dualseele bin, dann hau ich dir in die Fresse, damit du das auch endlich checkst. Du bist so verkeilt im Kopf, du checkst das nicht, wenn ich das nicht endlich reinprügel. Nett von mir, oder? Ist jetzt ein bisschen hart, ich weiß, aber so wird dieser Dualseelenkontext getragen. Das Gefährliche ist die Unterstellung dieser eigenen Anteile, dieser Schattenkind-Quatschkacke, ja. Die zweite Seele spielt im Resonanzgesetz mit unseren Defiziten, will uns zur Erlösung bringen. Haha, über das Konzept des verloren gegangenen Seelenanteils und der spirituellen Erweckung. Alles komplett aufgebläht. Leute, Leute, nachdenken, mitdenken, nicht konsumieren. Es handelt sich dabei um einen stinknormalen Projektionstransfer, wie er jeden Tag passiert und tausendmal in der Sekunde. Ich sehe im anderen etwas, das mich stört, die Jesus-Splitter im Auge, und erkenne nicht, dass ich das nur deswegen überhaupt sehen kann, weil ich das selber habe. Siehe Balken vor meinem eigenen Auge. Projektionstransfer. Da hat keine Dualseele und kein Schattenkind irgendwie die Finger drin. Das heißt, der andere hat nur eine Reaktion auf seine eigenen Ursachen selber gemacht. Und wenn da so ein Dualseelenficker kommt, dann macht er Gaslighting maximal, angeblich spirituell. Da kommt man sich nur ganz schlecht wieder raus rein, wenn man sich selber zu ernst dann auch nimmt in diesem Prozess. Und das tut man, wenn man sich spirituell erweckt, dann ist das ja alles so unheimlich wichtig. Ja? Da ist man so unglaublich empathisch und so unglaublich erleuchtet. Ja? Da will man auch nicht patzen, weil man will ja weiterkommen in dem Geschäft. Tja, und auf der ganzen faulen Suppe schwimmt dann auch nur was ganz Übles. Esoterisch angestreamt auch. Ne? Und das ist das Schöne an der Esoterik. Esoterik heißt Grenzwissenschaft, ja. Ich finde, das ist eine sehr begrenzte, auch keine Wissenschaft. Es ist sehr begrenzt, das finde ich an der Esoterik tatsächlich grenzwertig. An der Grenze zum Irrsinn. Es gibt Esoterik eigentlich nicht. Das sind alles Erfindungen. Es gibt keine Beweise, es gibt gar nichts. Ja, es ist einfach Gelaber. Die göttlich allwiedergutmachende Kraft des Verzeihens. Ich sag dazu nur eins. Scheiß drauf. Okay, mein schlechter Charakter, ich weiß. Das ist übrigens Bud Spencers erklärtes Credo. Der hat hier auch in Deutschland gedreht, ja? Und hat sich verliebt in den Ausdruck Scheiß drauf. Das ist sein Credo. Scheiß drauf. Ja? Vergebung ist toll, weil sie ja so toll funktioniert und du wärst ja nicht frei, wenn du nicht vergibst und na, nicht verzeihst und vergibst und vergisst, dann klebst du an der Schuld von dem anderen dran. Ne? Nach dem Motto, wenn du was von dir wegschiebst, hängst du immer noch mit der Hand dran. Ne? Und an der Schuld klebst du noch dran. Und dann musst du die Schuld wegmachen. Das heißt, du nimmst diese Schuld von ihm weg zu dir und löst sie auf. Einen Morningfurz. Und dann haben sich wieder alle lieb. Tja, wie sagte Bud Spencer? Scheiß drauf. Das funktioniert nicht. Vergebung funktioniert. Wenn ein Troll angeschlurft kommt, der da in Ungnade gefallen ist und sagt, du, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe so und so und ich dachte so und so. Und dann hast du aber immer gesagt, pass mal auf, du bist falsch, du bist so. Und ich so, du bist ja vielleicht Morning Quartz, nee, geht gar nicht, ich mach das anders. Und jetzt ist mir aufgefallen, du hattest recht, du hattest völlig recht, so war das und nicht so. Und jetzt habe ich dir das und das gemacht und ich weiß, wie du dich fühlst, nämlich so und so. Und das wollte ich gar nicht, dass du dich so fühlst und du fühlst dich nicht gut.
Jetzt habe ich zwei Fragen. A, kann ich das irgendwie wieder gut machen? Und B, würdest du mir das irgendwann verzeihen, bitte? Okay, klingt gut, oder? Das sollte man versuchen zu verzeihen, wenn es geht. Es kommt darauf an, auf welchen Werten darum getrampelt wurden, wie tief die Verletzungen sind. Und es gibt Verletzungen, die auch nicht mehr heilen, wenn jemand uns um Vergebung bittet. Es gibt Dinge, die sind unverzeihlich. Die gibt es ja sogar bei Harry Potter, ne? Avada Kedavra. Das ist ein sogenannter unverzeihlicher Fluch. Und es gibt Narzissten, die haben unverzeihliche Flüche gesprochen. Und was unverzeihlich ist, das kann man eben nicht verzeihen. Man kann es soweit nichts mehr wirken lassen, nichts mehr gelten sein lassen, wie es geht. Das kann man. Aber verzeihen kann man einige Dinge nicht, auch wenn man es gerne würde. Und das sollte man auch nicht tun. Man sollte sich keine Gewalt antun. So. Und ich sag mal, Vergebung, die auf Reue fußt und die dann auch Taten hat, die dem folgen. Man sollte das auf jeden Fall versuchen zu leben. Ja, auch um es zu befreien. Aber, jetzt kommt's. Einem besinnungslosen, bösartigen Irren blind seine Taten vergeben, weil das muss man ja machen, weil das ist ja wichtig. Ohne dass er ein Einsehen oder überhaupt ein Bedürfnis nach unserem Vergeben hat, ist nichts als esoterisch gefickter seelischer Selbstmord. Entschuldigung. Und das bringt überhaupt nichts. Und ihr fühlt euch nur beschissener damit. Merkt man manchmal in den Foren, wo die Leute dann von Vergebung fusseln. Sie hätten ja alles vergeben, es geht ihnen ja so gut und sie haben alles vergessen. Und die reden dann aber total verbittert daher. Und das ist das, was passiert. Taten, die andere nicht einsehen und nicht realisieren und dann schuldhaft auch noch auf uns zurückspiegeln, weil das geht sie ja alles gar nichts an, sind im Missbrauch der Usus. Missbrauch wird nicht thematisiert und das wird auch nicht eingesehen. Darauf bleiben wir selber sitzen. Und dann bleibt dem Opfer der Kummer und der Groll und der führt, wenn er lange genug als Enttäuschung stehen bleibt, in eine Verbitterungsstörung automatisch. Also sage ich Folgendes. Und zwar mit den Worten von Sophia Petrillo, den Golden Girls. Ich vergesse schon genug, vergeben wird hier gar nichts. Ja. Aber aufpassen. Wenn der Täter aus dem Leben verschwunden ist, wir haben no contact, insbesondere hier drin, ne? Und er kann keinen Schaden mehr anrichten. Lassen wir bitte den Groll weg. Denn er richtet sich auf niemanden mehr. Das ist eine Rechnung, für die wir glaubten, da kriegen wir nochmal irgendwie, die machen wir irgendwann nochmal auf und bearbeiten die nochmal und die wird dann irgendwann nochmal bezahlt. Wenn Missbrauch im Spiel ist, wird die Rechnung nicht bezahlt. Die kannst du eigentlich gleich, ne? Und tschüss. Aber gut, wir behalten sie. Wir wollen das auch irgendwie in uns behalten, auch zum Selbstschutz, damit wir nicht wieder auf so einen Troll reinfallen. Mit diesem Groll sind wir ein bisschen geschützt davor, dass uns das nochmal passiert, glauben wir. Das ist falsch. Wir haben das gelernt, das ist abgespeichert. Das Gehirn ist geprägt. Wir können den Groll loslassen, ja? Groll macht auch nicht schöne Falten, das ist nichts. Also Groll ist für nichts gut. Ne? Das heißt, der ist abgezogen, dann lassen wir den Groll weg und dann werden wir heiter. Verzeihen nichts. Die Schuld bleibt bestehen bei ihm. Aber wir sind nicht verbittert und wir grollen noch nicht. Und wir wollen auch nicht mehr drüber reden, weil ist durch. Ne? Wir haben es losgelassen. Los. Wir haben es verstanden und losgelassen. Und dann sind wir frei davon. Tja, und wenn es sein muss, tanzen wir eben auch noch auf seinem Grab. Ja, sorry, ne? Es sind nur die Worte einer charakterschwachen alten Charaktersorte. Er hat Charakter. Er würde sowas nie sagen. Er ist voller guter Dinge. Okay. Ihr erlebt mich hier. Und das ist nicht gespielt, das merkt man ja. Bin ich jetzt irgendwie hängen geblieben in altem Schmerz und Groll und irgendeiner Rachsucht und hau hier auf den Viechern, Mistviechern, Tätern, blöden, bösen, dummen. Nee, ne? Meine ich. Ich könnte hier auch auf die Tränendrüsen drücken und viel erzählen. Das tue ich aber nicht, weil ich erstens da gar nicht mehr einsteigen will. Ich kann doch nur so wie sagen. Ich sag nur, dass ich nach über 2 Wochen auf der Gesichtschirurgie in Eppendorf in meinem eigenen Prozess als Zeugin in Hamburg vor Gericht gestanden habe und das Ding wurde zu 3 Jahren verknackt. Also ich kenne mich echt aus in der Branche. Aber da muss man doch, da macht man, irgendwann hat man es dann kapiert, die Schuld bleibt bestehen, dem verzeih ich nicht. Aber ich grolle auch nicht mehr. Ich meine, muss man jetzt auch mal sagen. Wir haben es überlebt, wir haben gelernt, wir haben uns geheilt, wir sind größer, stärker, besser geworden.
Und das Arsch hat sich immer noch selbst am Hals. Ja, was? Das ist Strafe genug. Und wenn er sich weiter so benimmt, wird irgendjemand tatsächlich dem auch mal entgegentreten, wie wir das nicht gemacht haben. Sowas straft sich irgendwann selber. Da kann man sich auch ganz entspannen, ohne Rachsucht zu sagen. Das wird sich schon irgendwann. Die Indianer sagen, wenn du lange genug am Fluss sitzt, schwimmt irgendwann die Leiche deines Feindes vorüber. Habt Geduld. Jo. Und noch ein Hinweis zum Thema Informationshygiene. Vorsicht! Bei der Qualität mittlerweile angebotener Informationen zum angeblichen Anliegen Narzissmus aufklären. Nur weil das Thema langsam eine Geldmaschine wird, ja, Coachingmaschine, zeitgleich dann aber auch irgendwie mal ansatzweise gesättigt ist, wie ja jedes endliche Thema, ne? Muss man ja nicht gleich in die Trickkiste greifen, sage ich mal so. Es herrscht aktuell ein durchgehender Trend mit absolut willkürlichen Neuerfindungen des Begriffes Narzissmus. Jede mögliche Strategie, die Narzissten immer wieder mal gerne benutzen, um uns auszusaugen, wird aufgenommen, zu einem neuen Narzisstentypus zusammengebastelt. Und da sind dann jetzt plötzlich die Rede von zerebralem, somatischem und dem angeblich so brandgefährlichen, esoterischen Narzissmus. Da wird alles mit beigebogenen Symptomen unterlegt, als handelt es sich um echte klinische Merkmale, medizinische Tatsachen und die Diagnose. Und da kommen jetzt Sachen auf. Also wie gesagt, ich möchte niemanden angreifen, das ist nur meine ganz persönliche, spontane Meinung. Wie ich sie im Sommerloch auf der Bildzeitung auf Seite 1 erwarte, kannibalistischer Narzissmus und im Gefolge reitet der pharisäische Narzissmus unter uns. Ganz kurz noch, was soll denn das überhaupt bedeuten? Pharisäischer Narzissmus. Pharisäer sind Lügner, Manipulatoren und Menschen, die die Unwahrheit bemühen. Ja, endlich mal eine Weltneuheit, oder? Das ist die bevorzugte Strategie von Narzissten. Ja? Unwahr zu sein, zu manipulieren und zu lügen. Pharisäischer Narzissmus, das ist also sozusagen narzisstischer Narzissmus, oder was? Gut, ich sag mal, mir fehlt da vielleicht auch die Fantasie, erhält mich. Nichtsdestotrotz, wer sich mit Narzissmus auch nur ein bisschen auskennt, der weiß, dass es solche Formen von Narzissmus nie gab, nie geben wird und auch nicht gibt. Nicht somatisch, nicht zerebral, nicht esoterisch, nicht kannibalistisch und auch nicht pharisäisch. Und so funktioniert Medizin nämlich nicht. Dass man im Vorbeilaufen sich irgendetwas beibiegt und es medizinisch benennt und mit sogenannten Symptomen unterlegt. Und die sind auch nicht deswegen brandgefährlicher, weil wir sie irgendwie jetzt stigmatisiert haben zum Esoteriker oder zum Somatiker oder sonst was. Die sind sowieso brandgefährlich. Und da muss ich an den Leslie Nielsen denken, der in der Nackten Kanone Teil 1 in den 90ern so klug sagte, ja, was heißt Gefahr? Gefahr. Du bist schon in Gefahr, wenn du morgens aufstehst und dein Gesicht in einen Ventilator steckst. Wie wahr, oder? Und wie gut durchdacht. Ventilationsnarzissmus, klarer Fall. Alle Narzissten haben immer einige Lieblingsstrategien. Ja, wie sie es halt gerade brauchen, wie es gut wirkt, wie es halt gut frontet, wie man halt gut wegkommt, was halt auch gerade angeboten und vorgelegt wird. Da satteln die auf. Ja, und obwohl es ja gerade den Erweckern in der Branche so klar ist, dass diese Narzissten aus sich heraus gar nichts sind und gar nichts haben und gar nichts können, wird ihnen mit den esoterischen Narzissten plötzlich ein Charakter angedichtet, den sie gar nicht haben. Das gibt das Gehirn ja gar nicht her. Die haben die Struktur gar nicht dazu, ein Esoteriker zu sein, weil die ja gar nicht checken, was sie reden. Sie imitieren ja nur, sie labern und faseln und blähen ja nur. Das ist eine Strategie. Nichts hat eine Strategie. Heute esoterisch, morgen ventikuliert, übermorgen kannibalistisch und nächsten Tag pharisäisch. Oder so. Ja, also, das heißt, aus der gewählten Strategie wird jetzt ein neuer Typus von Narzissten zusammengebastelt und ich sag euch, liebe Leins, Augen auf beim Käsekauf. So, jetzt brauche ich nochmal kurz Heinz Rüdiger. Lass uns kurz zurück auf die Schulbank gehen. Ja,
ganz schnell angucken, was ist der Narzissmus nun eigentlich wirklich? Wir sind ja schon völlig blasig. Und da werden wir tatsächlich ein kleines bisschen runtergekocht, denn der ICD-10 sagt Folgendes. Unter der Ziffer F60.8 sonstige spezifische Persönlichkeitsstörung. In Klammern exzentrisch, haltlos, passiv-aggressiv, psychoneurotisch, unreif, narzisstisch. Punkt, aus, fertig. Das ist der Narziss. Ist nicht wirklich viel Futter, ne? DMSV ist da ein bisschen in Mehrengeberlaune und beschreibt uns die diagnostischen Kriterien. Von denen müssen mindestens 5 erfüllt sein. Grandioses Verständnis der eigenen Wichtigkeit, übertreibt. Stark eingenommene Fantasie grenzenlosen Erfolges. Glaubt wundervoll, besonders einzigartig zu sein und nur von hochgestellten Menschen verstanden zu werden und nur mit hochgestellten Menschen Umgang haben zu sollen. Benötigt exzessive Bewunderung. Anspruchsdenken fordert automatisches Eingehen auf eigene Erwartungen, also Gedanken lesen. Ja, was er denkt, ist ja wohl normal. Zwischenmenschliche Beziehungen sind immer parasitär und ausbeuterisch. Mangel an Empathie, nicht bereit und in der Lage, Gefühle anderer zu erkennen und anzuerkennen. Häufig neidisch, glaubt andere seien neidisch auf ihn. Arrogante, hochmütige Verhaltensweisen und Ansichten. Davon 5. Das ist der Narzissmus. Wir, die mittendrin stecken, wissen noch viel mehr und sagen, dieses Thema muss noch wissenschaftlich weiter ausgearbeitet werden. Wir brauchen noch andere Kennziffern. Mir fehlen die stärksten Anzeichen der Narzissten. Überempfindlichkeit gegenüber Kritik bei zeitgleicher Kritiksucht. Ich sehe euch nicken. Negativität. Ich sehe euch nicken. Passive Aggression. Klar, das ist das Pferd, auf dem die reiten. Ne? Brüchiges Selbstwertgefühl. Affinität zu Macht, Gewalt, aber auch zu psychischer Abhängigkeit. Ne? Nachäffen, nachahmen, imitieren, schleimen, hecheln, ne? Im Schlagschatten. Streitsucht, Zerstörungssucht aus Neid, fehlende soziale, emotionale Kompetenz, Unehrlichkeit, Abwertung. Ich finde, das sollte man irgendwie in den Katalog noch aufnehmen. Ne? Da tut sich wahrscheinlich was, weil hier hebt sich gerade eine Welle. Der Psychiatrieprofessor und Gerichtsgutachter Reinhard Haller erfand übrigens die sogenannten 4 narzisstischen E. Extreme Egozentrik, extreme Empfindlichkeit, fehlende Empathie, Entwertung. Wie wahr. Aber liebe Leins, nirgendwo ist die Rede von somatischen, zerebralen, esoterischen, kannibalistischen oder pharisäischen Narzissten. Hier ist ja überraschenderweise nicht mal die Rede von verdeckten und vulnerablen Narzissmus. Und darüber diskutiert die Wissenschaft ja nun bereits schon mittlerweile, seit ein paar Jahren. Ist immer noch nicht geführt, weder im ICD-10 noch im DMSV. Also, die Rede ist immer noch vom Großartigkeitsnarzissmus. Also bitte passt auf, was ihr euch da reinzieht und fragt euch, wie soll mir das wozu nützen und stimmt das überhaupt? So. Heinz Rüdiger, Gerdi und Katrin sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hab euch lieb. Piep, piep. Tududu. Wo ist der Knopf?